Hallo ihr Lieben und ganz herzlich willkommen zu Take Two mit Anantara aus unserem Team und mir. Denn wir haben nach unserem ersten Interview über unseren Detox-Kurs, haben wir ein paar Hinweise aus dem Team bekommen, dass wir ja sehr auf das Inhaltliche eingegangen sind, was natürlich das ist, was mich besonders interessiert, aber natürlich interessiert euch auch, wie die Form ist, wie der ganze Kurs gestaltet ist, wie, ob es Aufzeichnungen gibt, ob es live ist. Und tatsächlich haben wir auch zu diesem Thema ganz, ganz viele Fragen. Und deswegen machen wir jetzt direkt nochmal ein zweites, kurzes Interview hinterher, um auch diese Fragen zu beantworten. Also, liebe Anantara, dann übergebe ich an dich. Und wir haben da jetzt nochmal auch die E-Mails durchforstet und die Fragen zu diesem Thema gesammelt. Und die wollen wir jetzt auch noch für euch beantworten. Ganz genau. Ein herzliches Willkommen auch von mir. Ich hoffe, ich habe jetzt alle Fragen herausgefunden, aber ich glaube schon. Die erste Frage gleich an dich, Alina. Wie ist der zeitliche Ablauf vom Kurs? Wie viel Zeit sollten sich die Teilnehmer einplanen am Tag? Was gibt's zu tun für sie? Also ja, wie schaut dann der Tagesablauf für sie aus, wenn sie mit dabei sind? Ja, der Kurs geht ja 2 Monate. Das ist wirklich schon eine größere, umfangreiche Geschichte. Aber wir haben es so gemacht, dass natürlich alles aufgezeichnet wird. Das heißt, es gibt 2 Live-Calls in der Woche. Einen am Montagabend, einen am Donnerstagabend, immer von 19.30 Uhr bis 21 Uhr. Und für diejenigen von euch, die die Kur direkt mitmachen möchten, man kann nämlich auch sich das Wissen natürlich jetzt aneignen und dann irgendwann später alleine auch die Detox-Kur durchführen. Sie ist ja sowieso so gedacht, dass man es 1 bis 2 Mal im Jahr dann, wenn man die Kenntnisse darüber hat, dass man es dann 1 bis 2 Mal im Jahr sowieso wiederholt. Und das heißt, die, die mitmachen möchten, da wäre schon gut, wenn sie live dabei sind oder die Aufzeichnung dann 1, 2 Tage später nachhören. Denn wir sehen zu, dass natürlich alle Calls aufgezeichnet werden und dass diese dann binnen 48 Stunden in eurer Bibliothek verfügbar sind. Das heißt, wer es mal nicht schafft an einem Abend, der kann selbstverständlich sich hinterher die Aufzeichnung anschauen. Schön ist natürlich für die, die Fragen haben, wenn sie live dabei sind, weil sie die dann eben dort auch stellen können. Das heißt, in diesen 90 Minuten haben wir in der Regel so um die 45 Minuten Präsentation, wo wir das Wissen durchgehen und danach geht es dann in den Q&A-Teil. Und montags wird es halt gehen um diese 6-wöchige Entgiftung der Entgiftungsorgane, die Theorie dahinter, natürlich auch, welche Lebensmittel sollt ihr zu euch nehmen in der Zeit. Es wird Rezeptbücher übrigens auch geben, die zum Download zur Verfügung stehen. Und dann eben auch die Supplemente, die Einnahmepläne dafür werden dann erklärt. Und all das habt ihr natürlich dann auch schriftlich als PDF zur Verfügung, was ihr downloaden könnt, euch ausdrucken könnt und dann euch beschäftigen könnt mit den Rezepten und der Lebensmittelliste zum Einkaufen und so weiter. Das ist der Montagscall und dann der Donnerstagscall. Da haben wir dann verschiedene Module zum Thema Entgiftung. Das ganze Wissen, zumindest ein Großteil des Detox-Wissens, was es braucht, damit ihr wirklich da gut aufgestellt seid und das Thema Detox allumfassend auch verstehen könnt und vor allen Dingen natürlich auch für euch anwenden könnt. Und in diesem Call geht es dann zum Beispiel, das haben wir im letzten Interview schon ein bisschen auch besprochen, es geht um das Vorkommen von Umweltgiften, Vermeidung, Minimierung der Aufnahme, es geht um die wichtigsten Umweltgifte, deren Ausleitung, es geht um einen basischen Lifestyle, natürlich auch ganz wichtig für uns, wie wir diesen implementieren, was ist die ganze Theorie dahinter. Es geht um die Mitochondrien und Umweltgifte, die Zirbeldrüse, entgiften, entkalken, reaktivieren. Es geht um das Entgiften mit Mikronährstoffe, indem wir diese zur Hilfe nehmen, ist nämlich auch möglich. Es geht natürlich auch um die emotionale und die mentale Detox, denn auch die Gedanken, die Gefühle, die psychische Ebene spielt eine ganz große Rolle. Wenn wir da im Dauerstress sind, sind wir auch vergiftet, kommt der Körper natürlich auch nicht in die Heilung. Und das wäre dann eben, das sind diese Module abgeschlossen, das Wissen. Das ist auch etwas, was ihr absolut euch später anschauen könnt. Also wenn ihr sagt, ja, 8 Wochen und dann 2 Calls die Woche und ich habe gerade viel zu tun beruflich, möchte aber die Detox-Kur mitmachen, dann ist es überhaupt kein Problem, wenn ihr den Montags-Call, wenn ihr da dabei seid oder 1, 2, 3 Tage später euch die Aufzeichnung anschaut. Und wenn ihr die Donnerstags-Calls, die alle aufgezeichnet werden,
die euch alle dauerhaft zur Verfügung stehen. Der gesamte Kurs, ja, wird für euch verfügbar bleiben in eurer Bibliothek, in eurem Konto. Und das heißt, ihr könnt dieses Wissen aus den 8 Modulen, könnt ihr auch jederzeit irgendwann später schauen, auch wenn der Kurs schon vorbei ist. Natürlich auch da haben wir wieder die Q&A-Möglichkeit. Die ist dann nicht gegeben, wenn ihr nur die Aufzeichnung euch anschaut. Aber das kann man später machen, wirklich hinterher. Und dann, was jetzt das Tägliche angeht, da ist es gar nicht so aufwendig, weil ja, es gibt Lebensmittelpläne, aber dann heißt es einfach, dass man ganz normal kocht, weiß man einfach, okay, jetzt kaufe ich mal mehr diese Sachen ein statt anderer Dinge, die ich sonst vielleicht esse, aber es werden ganz normal Mahlzeiten gekocht. Während dieser Zeit der Nierenentgiftung, während dieser 14 Tage, da ist es schön, wenn ihr auch Säfte machen könnt, wer die Möglichkeit hat, oder wir würden es eben auch empfehlen, da werden zweimal am Tag frische Säfte hergestellt, zum Beispiel rote Beete und Ingwer, solche Dinge. Aber ansonsten ist es normales Kochen, nicht viel aufwendiger. Und ja, es werden Supplemente eingenommen. Da bekommt ihr die Einnahmepläne von uns an die Hand. Und dann ist es einfach, geht es darum, sich die für dreimal täglich beiseite zu stellen. Das kann man morgens fertig machen. Und das ist natürlich auch dann schnell erledigt. Das ist kein großer Aufwand. Also es sind die Zeiten, sich die Calls anzuschauen und dann einfach das tägliche Kochen und die Einnahme der Supplemente. Das heißt, man kann diesen Kurs auch machen, wenn man gleichzeitig arbeiten möchte. Also es ist nicht so, man muss sich jetzt 6 Wochen Urlaub nehmen, damit man sich voll und ganz auf die Detox konzentrieren kann. Nein, es kann nebenher laufen, was natürlich für viele Menschen auch ganz, ganz wichtig ist, dass sie wissen, sie können dabei auch ganz normal weiterarbeiten. Ja, können die Kinder, die Familie zu Hause kann eben auch entweder ein bisschen mitmachen oder aber zumindest hat man auch Zeit für die Familie. Es ist, glaube ich, wichtig heutzutage, wir haben alle so viel um die Ohren und auch ja wichtige Dinge, dass wir da jetzt nicht jeden Tag 4-5 Stunden für aufwenden müssen. Das wäre dann ein bisschen schwierig. Dafür wäre der Kurs wahrscheinlich etwas zu lange, dann eben, so wie du sagst, da bräuchte man dann ja wirklich fast 2 Monate. Du hast jetzt immer wieder darüber geredet, die Bibliothek und den Kurs findet ihr da. Wir haben in den letzten Wochen viel Zeit investiert, um eine neue Plattform aufzubauen, eben die Body Mind Soul Academy, wo auch der Detox Your Life Kurs dann stattfindet. Möchtest du darüber ein bisschen erzählen? Ja, sehr gerne, weil wir da wirklich auch ganz glücklich mit sind. Und es war viel Arbeit, aber jetzt läuft dieses System und wir haben uns für ein Webseitensystem entschieden, wo alles integriert ist, wo man auf einer Plattform eben alles zur Verfügung hat, was dann sehr bedienerfreundlich ist. Das heißt, wenn man sich ins Konto einloggt, hat man dort dann eben die ganzen PDFs zum Download, man hat die ganzen Videos dort. Wir haben aber auch eine App, das heißt, man muss nicht am Computer sein, man kann das Ganze auch von unterwegs an der Kajabi-App machen. Da würden wir euch auch dann bitten natürlich, dass ihr die runterladet, wer denn möchte, und dann habt ihr es auf dem Handy immer dabei und könnt auch dort alles bedienen. Und es gibt eben nicht nur die Kajabi-App, Kajabi ist das Webseitensystem, sondern es gibt auch eine Community-Funktion, so dass das Schöne ist, wir haben dann auf unserer Website auch über eine App, das ist ein Kajabi Community, und da kann man wirklich dann in den Austausch gehen. Das heißt, ihr habt eine Gruppe, wo alle Teilnehmer des Detox-Kurses dann auch hinzugefügt werden. Dort könnt ihr, wir können mit uns kommunizieren, ihr könnt euch gegenseitig persönliche Nachrichten schreiben, wir können da ja Videos einstellen, Challenges einstellen, wir haben alle möglichen Funktionen, die gegenseitige Unterstützung ist gegeben, man kann dort auch Fragen stellen natürlich. Und das ist das Schöne, dass dort eine Gemeinschaft entstehen kann, die auch übrigens dann bestehen bleibt, auch wenn der Kurs vorbei ist. Und das ist auch etwas, was wir gesehen haben. Wir haben den Kurs ja im letzten Jahr schon mal durchgeführt und haben wir für die Teilnehmer dann eine Telegram-Gruppe eröffnet. Und da haben sich dann auch einige Teilnehmer jetzt wieder zusammengefunden, um gemeinsam zu detoxen. Und das ist natürlich dann über unsere Community-Plattform noch viel einfacher, weil da wirklich alle dann vernetzt sind. Und da kann man also sehr schön sich gegenseitig unterstützen, in den Austausch gehen. Da war uns wichtig natürlich dieser Austausch, die Vernetzung, das Persönliche, dass man Kontakte bekommt, dass man auch
eben einzelne Teilnehmer anschreiben kann untereinander und dass man sich dann auch vernetzen kann und vielleicht auch Menschen findet, die sogar in der Nähe leben oder aber dann eben auf dem digitalen Weg eine Gemeinschaft Gleichgesinnter einfach hat, die zusammen ein Ziel haben, eine ähnliche Wellenlänge und die einfach sich gegenseitig vor allen Dingen unterstützen können. Wir wollten diese Plattform anbieten, diese Unterstützung, und wir finden es natürlich auch schön, wenn da ein reger Austausch ist und ihr euch alle gegenseitig unterstützt und zusammen wirklich diesen Detox-Kurs durchlebt. Und das macht das Ganze dann einfach noch viel schöner, als wenn jeder für sich einfach nur isoliert das macht, sondern wir haben auch die Möglichkeit der Verknüpfung. Und das ist eben alles auf der Website dann gegeben und ist auch schon eröffnet. Unser Detox-Kurs, und nein, wird erst eröffnet, ne, in Kürze, genau, wird die Community-Funktion für den Detox-Kurs eröffnet, sodass alle Teilnehmer dann auch sich austauschen können. Ganz genau. Also zur Eröffnung der Community für alle, die sich jetzt schon anmelden oder angemeldet haben. Am 18. Dezember wird es einen ersten Call geben, wo eben die Sigrid, eine weitere aus dem Team, die auch im letzten Kurs schon mit dabei war, und wo ich euch einfach einführen. Wir zeigen euch dann die Community. Wir zeigen euch, wo ihr in der Bibliothek alles findet. Ihr bekommt die Informationen von uns dann vorab. Okay, wie die Supplementenliste, wie die Sachen zu bestellen sind oder wo ihr es bestellen könnt. Und eben, wer sich bis dahin schon anmeldet, kann dann natürlich schon mit dabei sein. Und da für uns im Team ist es immer wieder sehr schön, wenn wir auch die Kommentare von euch dann lesen, wie ihr euch untereinander unterstützt, wie dann auch Erfahrungen von euch da einfach mittragen. Und eben, das war der Grund, warum es die Community jetzt auch in der Form gibt, um da einfach noch mehr zu verbinden und zu unterstützen zu können. Mhm. Meine nächste Frage, du hast ja schon einmal kurz beantwortet, aber vielleicht nochmal, weil die Frage so oft auch kommt, ist der Kurs auch danach noch verfügbar? Also ist das, wie lange kann man auf diesen Kurs dann zugreifen? Ja, eben dauerhaft tatsächlich. Das heißt, was wir zum Beispiel auch oft empfehlen, es werden für den Kurs Supplemente benötigt. Da haben wir im ersten Teil des Interviews schon drüber gesprochen, was man alles braucht, damit die Leber zum Beispiel entgiften kann. Diese ganzen Nährstoffe müssen zugeführt werden. Und viele von uns haben dort eben einen Mangel. Und das heißt, es sind Supplemente zu bestellen. Und es ist uns bewusst, es ist nochmal ein Kostenfaktor. Es geht aber nicht wirklich ohne. Was man aber machen kann, wenn es auch jetzt finanziell gerade dann zu viel ist, ja, die Supplemente eben auch noch zu bestellen. Und das haben wir im letzten Jahr übrigens auch so gehabt, dass einige Teilnehmer den Kurs mitgemacht haben und dann hinterher, wenn es dann finanziell wieder ging, etwas später die Supplemente bestellt haben und dann die Detox-Kur durchgeführt haben, weil im Prinzip seid ihr mit dabei, ihr bekommt das ganze Wissen, ja, ihr habt alles mitbekommen, und dann kann man die Kur an sich erst später auch durchführen eben. Also egal wann, ne, auch Monate später, das Wissen ist da und das Wissen bleibt auch zur Verfügung gestellt. Das heißt, ihr habt, solange es uns gibt, und da hoffen wir, dass das noch sehr, sehr lange ist, so lange habt ihr Zugriff auf alle Calls, auf alle PDFs, auf all unsere Kurse und Kongresse und die Community, alles, was ihr gebucht habt, so lange habt ihr eben dann auch Zugriff darauf und könnt jederzeit auch mal wieder zurückgehen. Auch das haben wir übrigens im letzten Kurs dann erlebt. Da hatten wir die Videos noch nicht alle auf einer Plattform, und ein paar Videos waren dann irgendwie mit dem Upload hatte was nicht geklappt, die standen zur Verfügung und dann waren irgendwie die ersten 4 Videos fehlten dann. Und da sind wir dann irgendwann auch gefragt worden, wir wollten das nochmal anschauen, wo sind die Videos, wir haben sie dann woanders nochmal hochgeladen, weil diese ersten 4 dann fehlten. Das heißt, wir haben wirklich Teilnehmer, die auch hinterher Monate später nochmal zurückgehen und auch für andere Themen, ja, wenn es um irgendwelche Gesundheitsthemen geht, weil es wird ja viel Infos geben über alle möglichen chronischen Erkrankungen und wie gesagt, basischer Lifestyle, da hat man noch eine Frage, oder Mikronährstoffe oder zur Zirbeldrüse, dann kann man natürlich jederzeit nochmal diesen Call sich anschauen und sich das Wissen nochmal dann wieder auch holen. Und ja, deswegen, wir wollten, dass wenn es einmal gekauft ist, dass es dann auch dauerhaft zur Verfügung steht. Und noch kurz zu den Supplementen. Es ist auch so, dass wir haben das so zusammengestellt, dass fast alle Supplemente mit einem Klick im Set zu kaufen sind. 2 müssen woanders bestellt werden. Die Infos dazu bekommt ihr in Kürze. Und
Dann ist es aber so, dass die meisten dieser Supplemente für mehrere, also 2 bis sogar 3 teilweise oder 4 Detox-Kuren ausreichen. Das heißt, wer es einmal im Jahr macht, hat dann für 3 Jahre genug Supplemente. Empfehlen würden wir natürlich, das Ganze im Januar mit uns zusammen zu machen und dann nochmal zum Herbst hin in jedem Fall ein zweites Mal im kommenden Jahr. Oder wer möchte, auch schon etwas eher dann im Sommer, dass man wirklich dann so viele Gifte wie möglich auch schnell wieder los wird. Genau, ich kenne ja den Einnahmeplan jetzt schon und auch die Supplementeliste habe ich schon durchsehen dürfen. Und ich glaube auch, wenn man noch nie dabei ist, ist es empfehlenswert, den Kurs zu buchen und da wirklich eben Step by Step mit uns durch den Prozess zu gehen, weil man sich vielleicht dann einfach wohler fühlt und sicherer fühlt. Und eben danach kann man es ja eigenständig dann eben durchführen. Und ich glaube, das ist eine tolle Sache, weil so kauft man das einmal und kann eben immer wieder nachhören oder nachlesen oder man liest dann woanders und möchte wieder zurück dann und schaut das Video noch einmal an und hört da jedes Mal vielleicht wieder was Neues heraus, dann, wenn man schon wieder anderes Hintergrundwissen hat. Also das kenne ich von mir persönlich. Du hast über die Themen jetzt schon ein bisschen gesprochen, über die einzelnen Module in der ersten Frage. Magst du da vielleicht noch einmal ein bisschen näher darauf eingehen, weil das ja immer wieder Fragen sind, welche Themen behandelt werden? Es ist ja auf unserer Webseite, findet man da die Module, also wenn ihr da nachlesen möchtet. Aber vielleicht magst du noch ein bisschen davon erzählen, Aline. Ja, gerne. Dann sind wir ja wieder bei der inhaltlichen Ebene, die mir so viel Freude macht. Also es ist, und das halten wir jetzt kurz, ist versprochen, und danach machen wir noch ein bisschen, gehen wir noch ein bisschen auf die Kursstruktur ein. Aber es ist natürlich so, dass da jetzt viel Wissen einfließt, welches, also zum Beispiel was die Mitochondrien angeht, die Energiekraftwerke unserer Zellen. Da habe ich ein E-Book drüber geschrieben. Da haben wir mit der Firma Sunday Natural zusammen Supplemente entwickelt, die die Mitochondrien unterstützen. Weil zum Beispiel diese Mitochondriopathie, die Erkrankung unserer Energiekraftwerke, ist ein riesengroßes Thema. Er hat eine Beteiligung an allen chronischen Erkrankheiten auch. Es ist ganz häufig so, dass es zu einem Energiemangel kommt, dass bei chronischen Krankheiten ja oxidativer Stress vorhanden ist, der eben vor allen Dingen auch durch Umweltgifte entsteht. Und dieser schädigt die Mitochondrien. Damit kommen wir in den Energiemangel. Und da ist es also wichtig, was dagegen zu unternehmen. Und es ist aber ein großes, komplexes Thema. Und es ist da wirklich so, dass jedes Modul ist wie ein kleines Seminar. Das ist also das gebündelte Wissen jetzt aus. Wir haben schon mal einen Tagesworkshop gemacht, Mitochondriopathie, wo wir wirklich in die Tiefe gegangen sind. Was sind die Mitochondrien? Was für Aufgaben haben sie im Körper? Wie kann man sie wieder auch therapieren, wenn es zu Schädigungen oder zur Zerstörung von Mitochondrien kommt? Wie ernährt man sich dann? Wie wird man die Gifte los, die die Mitochondrien belasten? Welche Mikronährstoffe braucht es, damit die Mitochondrien wirklich optimal arbeiten können? Und. Und ich versuche da wirklich, das geballte Wissen in ein Modul einzubringen, dass es wirklich dann einen großen Überblick gibt über Mitochondrien, ihre Funktionen, ihre Funktionsstörungen und die Therapie. Ähnliches bei der Zirbeldrüse. Haben wir schon ein ganzes Seminar drüber gemacht. Ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil unsere Zirbeldrüse hat nicht nur eine Funktion, was unsere körperliche Gesundheit angeht. Zirbeldrüse ist die Königin der Drüsen, sagt man oft, die Meisterdrüse, die im Gehirn liegt, zentral. Und wenn man von der Höhe her ungefähr schaut, ist es hier das 6. Chakra, das 3. Auge wird es ja auch genannt. Und es hat eben die körperliche Bedeutung, zum Beispiel in der Melatoninausschüttung für die zirkadiane Rhythmik, dass wir eben schlafen können, da braucht es Melatonin dafür. Und damit sich im Schlaf auch zum Beispiel das Gehirn regeneriert, also Melatonin entgiftet das Gehirn, ganz wichtig dafür und für unsere Gesundheit damit auch. Und ist aber auch die übergeordnete Meisterdrüse, die anderen Drüsen mit steuert, wie zum Beispiel die Schilddrüsen, eben das Hormonsystem. Und das heißt, die Zirbeldrüse hat wichtige Aufgaben für die körperliche Gesundheit, aber sie hat eine riesengroße Bedeutung auch für das Emotionale, das Mentale und das Spirituelle, für unser Bewusstsein, für unsere Anbindung auch an unser höheres Selbst, an unsere innere Führung oder wer es anders ausdrücken möchte, vielleicht an unsere innere Stimme, ja, die innere Klarheit und auch, damit wir in unsere Mitte kommen, ist die Zirbeldrüse ganz wichtig. Und höhere Bewusstseinsstufen können nur erreicht werden mit einer gesunden Zirbeldrüse. Aber unsere Zirbeldrüse ist
durch verschiedene Umweltgifte, wie vor allen Dingen Aluminium, Glyphosat, Fluorid und auch durch Elektrosmog. Diese vier Dinge zusammen, ja, die vor allen Dingen sowas jetzt wie 5G, was wir seit einiger Zeit haben, diese Dinge zusammen schädigen die Zirbeldrüse und sie schrumpft, sie verkalkt. Und dann ist es wirklich so, dass es schwer ist, noch höhere Bewusstseinsstufen zu erreichen, ja, und auch zum Beispiel abstraktes Denken, komplexe Vorgänge zu verstehen, gute Entscheidungsfindung, dafür braucht es die Zirbeldrüse. Und deswegen ist ganz enorm wichtig, dass wir verstehen, was passiert mit der Zirbeldrüse durch diese Gifte und wie können wir sie entkalken, wie können wir sie wieder reaktivieren, damit sie wieder arbeiten kann. Ja, das waren jetzt zwei Beispiele. Dann haben wir natürlich das große Thema der Mikronährstoffe, wie man über Mikronährstoffe entgiftet. Einfach auch nochmal ganz durch einen anderen Filter zu schauen auf Mikronährstoffe. Nicht nur zu sagen, ja, ich nehme mal jetzt ein bisschen Vitamin C, gerade jetzt in dieser Jahreszeit als Infektionsschutz, sondern wirklich sich damit zu beschäftigen, was machen Mikronährstoffe im Körper, wo sitzen sie in Enzymen, was haben sie für eine Wirkung auch an Hormonrezeptoren oder zum Beispiel für die Schilddrüse. Ja, wie kann auch Vitamin C nicht nur ein Antioxidant sein, welches oxidativen Stress, also Schädigungen der Zellmembran, der Zellorganellen, der DNA durch freie Radikale, wie kann Vitamin C nicht nur davor schützen, sondern Vitamin C ist das stärkste Antitoxin, was jemals beschrieben wurde. Ja, es kann sogar Schlangenbisse tatsächlich auflösen. Also wenn man mit einem Schlangenbiss ins Krankenhaus kommt, es gibt wirklich Berichte, diese Erfahrungswerte sind da, und wenn dann sofort Vitamin C IV verabreicht wird, direkt gespritzt wird, ja, dass es dann dem Patienten sehr, sehr schnell besser geht. Das heißt, Vitamin C hat eine unglaubliche Wirkung und ist dazu absolut nebenwirkungsfrei. Ja, es ist das auch am meisten erforschte Substanz überhaupt. Da gibt es so viele Studien dazu. Und dieses Wissen ist aber noch nicht immer vorhanden, ja, wie viele auch Infekte man mit Vitamin C behandeln kann, was eine Hochdosis Vitamin C-Therapie alles auszulösen vermag oder eben zu heilen vermag, zu therapieren vermag. Da haben wir ganz, ganz viele Möglichkeiten, die Mikronährstoffe auch mal ein bisschen anders einzusetzen. Und auch da, dieses Wissen ist nochmal ein ganz neuer Blickwinkel, und dann soll es auch hinterher so sein, dass man spielerisch dann damit umgeht und spielerisch mit Dosierung variieren kann, ja, von verschiedenen Mikronährstoffen, dass man weiß, was man wann einnimmt, welche Kombinationen gut funktionieren, dass ich weiß, aha, wenn ich das habe im Körper, mich so fühle, dann müsste ich jetzt das und das, nehme ich jetzt dann ein in der Dosierung. Und dass man wirklich dieses Wissen sich mehr und mehr aneignet. Und das heißt, es geht nicht nur übrigens um Detox, sondern auch wieder um die anderen Säulen, um Mikronährstoffe und um die Ernährung, dass man diese ganzen, ja, die ganze Basis hat, um gesund zu bleiben und wieder gesund zu werden. Also auch über Ernährung werden wir natürlich sprechen, weil es ja um die Lebensmittel geht, die man jetzt zu sich nimmt. Und es wird schon, wir werden schauen, dass wir auch alle Teilnehmer Richtung einer wirklich gesunden und richtigen Ernährung umstellen, so nach und nach. Das heißt, das geht dann auch Hand in Hand. Ja, es ist die Detox, es sind die Nährstoffe, die zugeführt werden, und es ist die Ernährung, über die wir natürlich auch sprechen. Was machen bestimmte Lebensmittel mit dem Darm, mit dem Mikrobiom? Wo gibt es Unverträglichkeiten? Und so weiter. Also ihr merkt, es wird vieles an Wissen vermittelt werden, aber keine Angst, ihr habt es dauerhaft zur Verfügung, und ich werde schauen, dass ich so runterbreche, dass es auch verständlich wird und dass aber trotzdem ihr das ganze Wissen habt über all diese Themengebiete. Und natürlich auch ganz wichtig, mit welchen Umweltgiften haben wir es überhaupt zu tun? Wo sind diese vorhanden? Wie gelangen sie in den Körper? Was machen sie im Körper? Und wie können wir das verhindern? Und wie können wir einzelne Gifte eben auch gezielt ausleiten und wieder loswerden? Also all diese Informationen wird es dann im Kurs geben. Vielen, vielen Dank, Alina. Das war jetzt wirklich ein schöner Ausblick. Eben dieses wertvolle Wissen, das du mitgibst. Und auch für mich persönlich ist in jedem Kurs immer sehr wichtig,
zuerst das Wissen zu bekommen, das aufzunehmen und dann wirklich auch für mich zu schauen, okay, was brauche ich, was braucht mein Körper? Und das ist ja auch etwas, was dir sehr wichtig ist, die Menschen draußen in die Eigenverantwortung, in die Selbstverantwortung zu bringen. Weil gerade in der Schulmedizin wird so viel gleich therapiert oder auch bei Medikamenteneinnahmen. Und jeder Körper, ja, funktioniert ein bisschen anders, braucht etwas anderes. Und da können sie von dir so viel Wissen bekommen, um da einfach, selbst einschätzen zu können, was gut tut für mich. Ja. Wir haben jetzt über die Module gesprochen, wir haben über das Zeitliche gesprochen. Ein bisschen noch die Struktur eben, also wie wird so der strukturelle Ablauf sein? Wir haben ja 8 Wochen, das heißt, wir starten am 15. Jänner. Wie ist jetzt die Struktur vom Kurs aufgebaut? Also wir fangen es gibt ja eine 6-wöchige Entgiftung der Entgiftungsorgane, 14 Tage Magen-Darm-Trakt, da fangen wir mit an, dann 14 Tage die Leber und dann 14 Tage die Nieren. Und das startet aber nicht gleich in der ersten Woche, sondern in der ersten Woche geht es erstmal darum, die Ernährung schon etwas umzustellen Richtung gesündere Ernährung, dass man bestimmte Dinge schon weglässt und dann eben schon anfängt, nach bestimmten Rezepten, Vorgaben dann zu kochen. Und dann ist eben so, dass natürlich die Supplemente da sein sollten, wenn man denn dann auch in der zweiten Woche gemeinsam mit uns anfangen möchte mit dieser Detox-Kur. Es ist aber so, wer jetzt wirklich auch von dem Kurs erst gerade erfährt, wenn er anfängt und ihn noch buchen möchte, es ist tatsächlich möglich, da der Kurs ja eine Woche vor der begleiteten Detox-Kur anfängt und eine Woche nach der begleiteten Detox-Kur aufhört, der gesamte Online-Kurs, ist es so, dass auch wer etwas später einsteigt, die Supplemente noch bestellen kann und die sind hoffentlich dann auch innerhalb von ein paar Tagen da. Und dann kann man auch zeitversetzt das Ganze mitmachen. Das heißt, man kann, also zwar in der zweiten Woche starten wir mit dem Magen-Darm-Trakt und man kann dann aber auch hergehen, sich den Call natürlich anhören oder mitmachen. Wenn die Supplemente noch nicht da sind, kann man dann in der dritten Woche starten mit der Entgiftung des Magen-Darm-Traktes und wäre immer noch fertig, bevor jetzt der gesamte Online-Kurs dann endet. Und so wollten wir es gerne machen, dass wir vorher und nachher noch ein bisschen Zeit haben, Fragen zu klären, langsam die Ernährung umzustellen, im Nachhinein noch drüber zu sprechen, wie geht es jetzt weiter? Ja, wie macht ihr jetzt im täglichen Leben weiter? Und was ist passiert? Wie fühlt ihr euch jetzt? Dass man dann nach Beendigung dieser Detox-Kur nochmal ein paar Tage Zeit hat, um reinzufühlen und zu sehen, was sich alles schon dann auch hoffentlich Positives verändert im Körper. Und ja, so ist dann eben der Aufbau. In der ersten Woche geht's los mit Theorie, Ernährungsumstellung und ab der zweiten Woche starten wir mit der Detox-Kur. Genau, danke, Alina. Und die Community, du hast ja schon angesprochen, wird auch dann nach den 8 Wochen noch freigeschaltet bleiben. Das heißt, ihr könnt euch danach natürlich weiterhin dann noch austauschen untereinander, wie es euch geht. Liebe Alina, der Kurs hat ja schon stattgefunden im letzten Jahr. Und was waren so deine persönlichen Erfahrungen bei dem Kurs? Was hast du für dich mitgenommen? Ja, also mir hat es ganz viel Freude gemacht und den Teilnehmern eben auch, weil diese, also ja, viele von ihnen jetzt die Kur nochmal mitmachen, sind also wieder dabei. Und wir haben ja damals eine Telegram-Gruppe eröffnet und da ist also permanenter Austausch auch gewesen. Auch es haben sich auch viele Freundschaften gebildet. Die Menschen unterstützen sich gegenseitig, stellen sich Fragen, tauschen sich aus. Das ist natürlich auch wunderschön, dass da eben auch eine Gemeinschaft tatsächlich entstanden ist. Also neben, ich sag mal, der gesundheitlichen Ebene haben wir auch diese Ebene der Gemeinschaft und der Verbindung. Das haben wir gesehen, dass das tatsächlich damals schon passiert ist und jetzt sicherlich dann auch so sein wird. Und wir haben tolle Feedbacks bekommen, was eben ja sich gesundheitlich verändert, wie positiv das Ganze sich auswirkt. Und ja, ich freue mich einfach riesig, dass wir da jetzt weitergehen können mit diesen Menschen, die schon dabei waren und mit ganz vielen noch neuen Teilnehmern. Und für mich ist natürlich immer das besonders Befriedigende, darum mache ich das ganze Jahr, wenn dann die Feedbacks kommen, was sich gesundheitlich verändert. Und wir haben jetzt ja auch nochmal nachgefragt und gefragt, ob sie uns Testimonials geben würden, jetzt für diesen Kurs dann. Und da sind also, wir haben ja nur ein paar eingestellt, da sind so unglaublich tolle Rückmeldungen gekommen.
Und das war also eine, es war eine absolute Freude. Das, mehr kann ich da gar nicht zu sagen. Es ist wunderschön, was sich alles bewegt. Und übrigens ist es auch so, dass wir häufig sehen, dass wenn man auf der körperlichen Ebene beginnt zu entgiften, dass sich dann auch emotional und mental ganz viel verändert. Auch das klärt sich, das reinigt sich. Da können auch mal Emotionen hochkommen. Und natürlich kann es auch auf der körperlichen Ebene für einen Moment mal so eine kleine Entgiftungsreaktion geben. Aber das Schöne an dieser Detox-Kur ist, dass sie eben ganz, ganz sanft ist. Und dass es dann für ein paar Tage so ist oder ne, vielleicht auch mal, dass man mal ein bisschen friert, ein bisschen erschöpft ist. Auch mal eine Hautreaktion natürlich, da findet ja auch Entgiftung dann über die Haut statt, dass man das dann in der Form sieht. Aber danach heilt es ab und es ist eben sanft und schonend. Und dann merkt man eben, was sich körperlich alles verändert, verbessert. Wir haben Rückmeldungen, besserer Schlaf, mehr Energie, natürlich viele chronische Erkrankungen, die nach und nach sich verbessern. Und dann eben auch das Emotionale, wo sich ganz viel tut und wirklich dann auch da, ne, die, das System sich öffnet, die Gifte, das, die vergifteten Gedanken und so einmal hochkommen, angeschaut werden und dann aber auch gehen dürfen. Und alte Traumata übrigens, die auch hochkommen können, aber auch auf der Ebene tut sich ganz, ganz viel. Und da haben wir ja auch ein Modul dann zu emotional und mentale Detox, weil das ja eben ineinander, da merkt man auch wieder, die Ebenen sind nicht getrennt. Ja, man kann es nicht voneinander trennen. Gesundheit findet auf allen Ebenen statt und wir sollten auch auf allen Ebenen entgiften. Und das ist in diesem Kurs passiert im letzten Jahr und es war einfach, ja, es war uns eine große, uns allen eine große Herzensfreude und ja, wir freuen uns riesig. Also wir freuen uns alle riesig auf diesen Kurs, weil es war auch im letzten Jahr eine so wunderschöne Zeit und wir wissen, dass es auch diesmal so sein wird. Einfach eine großartige, tolle Zeit. Und alle waren hinterher traurig, dass es dann vorbei war. Und ja, aber jetzt freuen wir uns erstmal, dass es jetzt dann nochmal die Möglichkeit gibt, wieder diese Kur mit allen durchzuführen. Vielen, vielen Dank, Alina. Ja, meine Fragen für heute haben wir geschafft. Alina hat es ja angesprochen, jetzt ist die Zeit des Loslassens. Eben, das ist das, was wir jetzt, glaube ich, eben wirklich, eben körperlich, mental, eben seelisch. Und ja, kann nur sagen, fangen wir körperlich an. Wir starten am 15. Jänner. Wir freuen uns sehr, wenn ihr alle mit dabei seid. Alina, möchtest du zum Abschluss noch ganz kurz was sagen an die Runde? Ja, einfach, dass ich gemerkt habe, während der Kongresszeit, da waren wir ja sehr auch isoliert. Also ich habe die Interviews geführt und habe mich sehr mit der ganzen Thematik beschäftigt. Und wir haben ja vorher schon Seminare gehalten. Wir hatten eben davor auch den Detox-Kurs schon. Und da ist sowas Wundervolles entstanden, eine so schöne Gemeinschaft mit so tollen Menschen. Und da haben wir alle gemerkt, dass uns das wirklich gefehlt hat. Und deswegen freuen wir uns jetzt umso mehr, dass es jetzt richtig in diese Calls geht, in die Live-Calls, in die Gemeinschaft, in die Verbindung, dass da wirklich was Tolles entstehen darf und wird sicherlich auch und sich wieder auch Freundschaften bilden. Und ich habe mich selten auf so etwas so sehr gefreut wie jetzt wirklich auf diesen Kurs. Und wir können es alle kaum erwarten und ja, freuen uns auf jeden einzelnen von euch. Und sehen euch dann hoffentlich in ein paar Wochen. Und dann fangen wir an zu detoxen und tun was für Körper, Geist, Seele und ja, haben eine Gemeinschaft mit wirklich wundervollen Menschen. Vielen Dank für deine Zeit, Alina. Und ja, ganz liebe Grüße von uns allen vom Team. Und auch wir freuen uns schon sehr und können es kaum erwarten, aber bald starten wir ja. Alles Liebe. Alles Liebe.